Moin und willkommen zurück zum Mystic Quest Let's Play. In der letzten Folge haben wir uns die Silberausrüstung besorgt, damit wir in die Gaia-Höhle können. Ich schätze mal, es wird eine Höhle sein, oder? Also auf jeden Fall müssen wir da nämlich durch. Oh, hier muss ich rüber. Hier muss ich kurz mal die, Waffe wechseln. Um zum Luftschiff zu kommen. Um da unsere Begleiterin wieder zu befreien. So. An dieser Stelle nochmal danke an euch beiden für eure Tipps. Ihr wisst, wer gemeint ist. Also Waterwind und der Raider. Ist immer sehr gerne gesehen, weil wie gesagt, das Spiel ist so komplett neu für mich. Und ich bin jetzt mal gespannt. Der Waterwind hat ja von dem Silberschwert geschwärmt. Ja, schauen wir mal, ne? Bin ich mal gespannt, was das so besonders macht. Also von der Reichweite und sowas hätte ich jetzt eher gedacht, dass mir die anderen besser gefallen, ne? Weil hier die Kettenpeitsche quasi war schon cool. Ah. Das ist Gaia, oder? Muss jetzt wieder rüber. War hier nicht, oben nicht auch ein Eingang? Ich guck mal, bevor ich jetzt da wieder rüber muss. Genau, hier war auch Gaia. Oh, die Dungeon-Musik. Dann erwarten mich hier wahrscheinlich wieder einige Fiesdinge. Ja, die springen hier aber ein bisschen blöd rum. Das ist schwierig einzuschätzen, wo genau die landen werden, weil die keinen Schatten bilden. Ah, so eine böse Truhe. Die gab es auch im Secret of Mana, dann später auch. Das ist ganz schwer einzuschätzen. Ja, die das Spiel schon kennt, werde ich jetzt wahrscheinlich schon lachen. Nach Motto der Idiot. Okay. Brauche ich hier einen Schlüssel? Schlüssel müsste ich eigentlich noch genug auf Lager haben. Okay. Okay. Mal. Hat da bestimmt hier irgendwas mit dem Ich wollte gerade sagen, es hat bestimmt irgendwas mit den Statuen zu tun, ne? Habe ich jetzt das Richtige gemacht oder war das jetzt einfach so zeitversetzt? Oder war es doch der Schlüssel? Ah. Oh, Story. Warte, Panda. Also Panda. Bogart! Kira wurde von Glaive entführt. Sibba erzählte. Sibba? Kibba? Shibba? Keine Ahnung, ich sag mal Sibba. Sibba erzählte es mir. Julius ist gut im Verkleiden. Aber wir werden sie retten. Ah, cool, ein Begleiter. Glaives Luftschiff wird am See im Norden auftanken. Ich werde dich begleiten und dir helfen. Gehen wir. Okay. Bei Norden kann ich also nicht. Das war, glaube ich, gerade diese Sturmattacke, ne? Wovon du meintest, lieber Water. Na, wird aufgeladen. Ne? Keine Ahnung, wie ich es ausgelöst habe. Okay, ist auch ein Schwertkämpfer auf jeden Fall. Ich hätte eher so mit den... Ja, cool. Level up. Ich mache jetzt mal Wille, damit sich hier, wenn ich es nicht im Kopf habe, der Balken immer schneller auflädt. Damit wir stärker zuschlagen können. Wo ich stehen geblieben war. Mit dem Bart hätte ich jetzt eher gedacht, dass der eher in Richtung Zauberer oder sowas geht, ne? Aber der hat genauso ein Schwert wie ich. Ah, machen wir hier mehr ganze Wölfe. Fertig. Die halten aber ganz schön was aus hier. Zack, 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 zack. Ich glaube, ach ja, aus Norden komme ich ja. Mal gucken hier. Okay. Also hier war ich auf jeden Fall schon nicht. Der Igel sieht da geil aus. Ach, das wird bestimmt hier auch genau dasselbe Igel wie in Secret of Mana sein, ne?
Wobei da so ein bisschen wie hier irgendeine Kreatur aus der mit der Maus aussieht. Ah! Ein Nachtlager für 10 Goldstücke. Boah, gut. Wenn wir schon mal da sind, ne? Gute Nacht. Jo, danke. Müsste eigentlich auf dem richtigen Weg sein, oder? Ich habe jetzt gerade die Orientierung vollkommen verloren, muss ich zugeben. Ach, Moment, da bin ich doch reingegangen. Ich muss mich hier wahrscheinlich durchhacken, oder? Bonbon gefunden. Ja. Rüste ich mal die Axt raus. Also so weit bin ich ja schon. Dass man so einige Waffen braucht. Ne, komm ich hier durch? Nee. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ich lasse jetzt die Axt einfach mal ausgerüstet. Dann kommen wir hier vielleicht durch. Auch wenn wir natürlich jetzt ein bisschen weniger Schaden machen, aber ich habe jetzt keine Lust, jetzt ständig hin und her zu wechseln. So viel weniger Schaden macht hier auch nicht. Ne? Ach, hier können wir durch. So, dann kann ich jetzt wieder wechseln. Ach, jetzt habe ich das normale Schwert ausgewählt, oder? Ne, Silberschwert. Ich war trüb. Huch! Das ist ja vergiftet nur in Dunkel. Aber es macht mir jetzt keinen Schaden, ist glaube ich nur nervig. Na gut, in Höhlen mit Abgründen oder so könnte das schon extrem nervig werden, ne? Dass man irgendwo reinfällt. Obwohl, kann man hier irgendwo reinfallen? Das wäre ja noch nicht so wirklich untergekommen. Also ich muss sagen, hier, ne? Der Begleiteronkel hier, der ist ganz schön nutzlos. Dadurch, dass er so eine kleine Reichweite hat. Was machen die? Greift der mich mit Schreiattacken an? Puff, eine Wolke. Okay, hier komme ich nicht lang. Gucken, ob man sich hier durchhacken kann oder ob ich mir jetzt einen komplett anderen Weg suchen muss. Nee. Schon wieder Waffe wechseln. Okay. Du musst es wahrscheinlich so machen, weil nicht, dass man dann zumindest theoretisch zum falschen Zeitpunkt hierher kommt. Nehme ich mal zumindest an. Aber ist natürlich schon etwas umständlich, das ganze Waffenwechseln hier. Nein, ich mag, hier wollte ich gar nicht. So, ja, das Silberschwert. So. Okay, jetzt muss ich hier wahrscheinlich lang. Also ich weiß nicht, also vom Stil her, diese Igel, die erinnern mich voll an das Sendung mit der Maus Gameboy Spiel. Ich weiß auch nicht wieso. Ich weiß, ob sie diese Augen sind oder so. Ich sollte mich mal heilen, würde ich sagen. Ich benutze mal dafür. Komme ich denn da hoch? Gamma-Retter können die Kräfte der Waffen nutzen. Schlage mit voller Kraft Leiste zu. Ja, ach. Danke, Captain Obvious. Ich wollte eigentlich die Waffe auswählen, um mich mal wieder damit der Axt durchzuschlagen. Ne, scheint aber der falsche Weg zu sein. Ich muss ja zugeben, ich habe es so langsam, aber sicher die Orientierung komplett verloren. Also hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Da komme ich aber auch nicht hoch, ne? Ha! Also war es hier doch der falsche Weg, würde ich sagen. Ist nicht so einfach. Ich dachte, in der letzten Folge läuft's, aber mittlerweile, also so ein bisschen mehr den Dreh, sage ich mal, kriege ich raus, dass man zum Beispiel hier die Bäume mit der Axt wegkloppen kann und so weiter. Da komme ich ja nicht rüber. Wie kam ich denn hierher? Ja, hier durch natürlich.
wir hier rumkommen. Ja, genau deswegen habe ich den Zauber ausgesucht. Ja, was nehmen wir mal? Immun, dass wir ein bisschen mehr aushalten. Weil wir weniger Schaden reinkriegen. Das schadet irgendwie nie. War ich da schon drin? Das war auf jeden Fall nicht der Laden, ne? Oder? Was hat er denn hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, mal gucken, was du hast. Ach, den Silberhelm. Silberhelm habe ich noch nicht, ne? Sehr schön, dann kann ich hier meine Olle, genau, hier Eisengedönse hier ablegen. Das brauche ich ja wirklich nicht mehr. Wobei man hat hier echt keine Geldprobleme, glaube ich. Komm, das Breitschwert, das brauche ich auch nicht mehr, ne? Also, das war das erste Schwert ever. So, mal gucken, was wir hier noch einkaufen können. Ich kaufe mal noch einmal Schlüssel. Die soll man ja später wirklich brauchen. Na, ich kann nicht mehr tragen, okay. So, dann gucke ich hier mal auf eine Karte, die ich hier habe. Das ist der Krämerladen da, okay. Okay, ich bin quasi knapp südlich des Flugschiffes. Wenn ich das aber richtig interpretiere, bin ich da auch nicht so wirklich korrekt. Ich schätze mal fast, dass man bei Gaia, also hier auf der Karte, die ich mir ausgedruckt habe, oh, erstmal den Gegner hier erledigen. Ihr merkt schon, heute wird es wahrscheinlich wieder eine verdammt, wo bin ich, wo muss ich hinfolge? Ach, ich kann ihn nicht mehr ertragen. Also ich weiß nicht, auf der Karte war irgendwie so eine Art Brücke eingezeichnet da, aber ich habe ja keine gesehen. Und ich war da. Ich guck kurz hier nochmal hin. Was ist, wir sind wirklich in der Nähe. Oder war hier so eine Brücke? Ist hier laut Karte eingezeichnet. Ach nee. Die ist oberhalb des Krämerladens, sehe ich gerade. Kam ich da vom Krämerladen irgendwie hin? Weil hier über den Fels komme ich ja definitiv nicht. Dann gehe ich nur zum Krämerladen. Von da habe ich es natürlich jetzt nicht nachgeschaut. Schauen wir mal. Ne, da sind auch Felsen. Okay. What? Moment. Ist da unten? Nee. Schade. Okay, gut. Also, ich habe mich mal wieder komplett verfranst. Aber na gut, so kann man die Gelegenheit hier nutzen, etwas im Level aufzusteigen, was ja auch nicht schadet, ne? Wenn man so ein bisschen... Ah, das war die Attacke. Die ist wirklich nice. Ich bin wahrscheinlich den Gegner, nehme ich mal, fast an weggehauen. Ach, soll ich vielleicht auch mal den Silberhelm auch ausrüsten, ne? Wenn ich ihn schon gekauft habe. Ja, ich wollte ja eigentlich nur den Silberhelm kaufen, ne? Deswegen bin ich da hingegangen. Also das war ja alles geplant. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich wollte den Silberhelm kaufen. Den gibt es ja nur da. Von daher musste ich da ja quasi hin, ne? Ich hatte ja keine andere Wahl quasi. Ich hoffe übrigens, ach, trüb wieder, dass ihr alle einen schönen Feiertag habt. Die Folge kommt jetzt ja am 1. Mai. Das Wetter soll ja, glaube ich, nicht so schön werden. Aber macht das Beste draus, ich meine. So gesehen, schlechtes Wetter finde ich gar nicht so verkehrt. Weil haben wir immer eine prima Entschuldigung, ohne schlechtes Gewissen zu spielen. Komme ich hier eigentlich jetzt wieder weg? Ich will da wieder rüber. Kleiner Blick auf die Karte. Ich müsste hier
hier um die Seite durchkommen. Kennt ihr das nicht, wenn es richtig schön Sonne scheint und es ist warm ist, aber man hat irgendwie Bock auf Zocken, da hat man immer so ein automatisches schlechtes Gewissen, so, ja, wenn das Wetter schon mal schön ist, dann muss man es eigentlich ausnutzen, ne? Und hier kommt ja noch dazu, dass man natürlich auch noch was im Garten machen müsste und bla bla, ja. Von daher, wenn das Wetter schlecht ist, muss man das Beste draus machen. Ich habe das Gefühl, von der Waffenschaden so richtig, richtig viel Einfluss hat der auch nicht, ne? So, hier ist nochmal Gaia. Mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie durchkomme. Weil so gesehen muss es ja... Ah, sehr, sehr cool. Irgendwas muss das ja zu tun haben, dass man da nicht einfach so dahin kann. Weil wir mussten ja echt erst die ganzen Silberkrams hier besorgen, damit wir überhaupt hier reinkommen, ne? Also muss es ja bestimmt hier, dass man hier wieder mit der Spitzhacke... Weil wir müssen ja nach Norden. Und? Schön. Hm? Hm? Sich doch da lang? Aber es ist so eine Sackgasse. Und hier komme ich auf jeden Fall wieder zurück. Also. Oh. Naja, ich lasse es wie immer einfach mal ablaufen. Da komme ich ja zurück. Ist gerade echt am Überlegen. Also so falsch war ich ja eigentlich gar nicht. Ich hoffe, es ist einigermaßen noch erträglich für euch. Ups, falscher Knopf. Hier habe ich die Tür aufgekriegt. Aha, ich muss durch die richtige... Nee, ich wollte gerade sagen, ich muss durch die richtige Seite laufen. Hä? Ist hier irgendwas? Ich glaube, das ist wirklich nur dieser eine Durchgang. Weil sonst würde ich gar nicht auf diese Seite hier kommen. Und da habe ich ja auch hier unseren Freund kennengelernt, der relativ nutzlos ist. Sehr schön, Level up. So, nehmen wir mal. Nochmal Lebenskraft. Die Ansturmattacke ist echt cool. Naja, dann seht das jetzt mal so als Level grinden, weil ich konnte ja gar nicht dahin, weil ich musste ja hier im Level abgeben, ne? Also. Zwei Kisten, aber ich bin ja voll quasi, also mein Inventar ist voll. Na, komm her, komm her, komm her. Boah. Ja, okay. Denn halt nicht. So. Also diese Steckrüben hier, was das sein soll, die finde ich echt drollig. So. Also. Das muss hier irgendwie sein. Weil durch die Höhle bin ich hier jetzt rübergekommen. So. Kann ich mich hier vielleicht mit der Axt durchhacken? Kleiner Shortcut. Weil es muss eigentlich da so lang gehen, dass ich hier rüber muss. Ich weiß, da war ich in der Sackgasse, aber da muss es einfach weitergehen. Also das muss der Weg sein. Jetzt muss ich wiederum
Naja. Ein paar Level mehr. Ich versuch's mal gerade etwas abzukürzen für euch. Aber so ist das halt bei diesen Blind Let's Plays. Ich habe nie gesagt, dass ihr euch kompetent hier die Lösung des Spiels zeigen werde. Was ist hier eigentlich? Komm ich da rüber? Guck mal auf der Karte. Das müsste da sein. Nee. Oder doch? Hier war ich zumindest noch nicht, ne? Ah, okay. Kommt jetzt hier auf dasselbe hinaus. Na, kommt her. Also Silberschwert ist schon geil, aber hier so Waffen, die so ein bisschen größeren Bogen schwingen oder sowas, ist natürlich auch nicht schlecht, so für Leute wie mich, die nicht so gut zielen können. So, jetzt gehe ich hier nochmal rüber. Also es muss der richtige Weg sein. Ich sehe hier keine andere Alternative, wirklich. Und zack. Ich frage mich, warum dieser Pfosten hier ist. So. Wie komme ich da jetzt hoch? Also Bäume technisch bringt mich das hier nicht weiter. Guck ich mal, ob ich hier irgendwo mit der Spitzhacke. Hier gerade echt auf den Schlauch. Ich würde sagen, bevor ich jetzt noch länger rumdödel, mache ich kurz mal einen Cut und dann schaue ich mal nach, dass wir zumindest hier etwas diese Folge schaffen. Bis gleich. Okay, ich habe gerade nachgeschaut und wenn das jetzt wirklich wahr ist, dann habe ich die Facepalm des Tages heute erreicht. Gott, darauf bin ich nicht gekommen. Dass man jetzt hiermit... Oh, nee, also gut. Das kann man anscheinend auch. Ich dachte, weil das jetzt halt oben ist, geht die Kette da nicht hin. Aber ich denke da wahrscheinlich zu dreidimensional. Gut. Stundenlang ist rumgelaufen wegen nichts. Hey. Okay. Jetzt muss ich ja logischerweise mit der Kettenpeitsche immer weitermachen. Es tut mir leid, ich stand echt auf dem Schlauch. Ich muss ja von der Seite her. Das haben wir wahrscheinlich so ein kleines Rätsel, was? Wie ich über welche Plattform komme? Ah, da haben wir das Luftschiff. Dahin wollten wir doch. So, dann rüste ich mal die Waffe auf. Auf. Wollen wir mal gucken. Kommt es bestimmt ein Boss. Deswegen packe ich. Ach, Lebensmagie habe ich noch auf den Knopf. Oh, die Attacke ist echt geil. Naja, und man sieht hier, dass ich jetzt wieder geskillt habe. Ich löse den aus, muss ich ihn länger auf den Knopf drücken, weil ich hatte... Achso, der ist nicht die, böse. Ein Mädchen wird in dem Luftschiff festgehalten. Ja, deswegen bin ich hier, du Vogel. Luftschiff mit Steinwänden, auch nicht schlecht. Ah, ich kann diese Blobs endlich erledigen. Die konnte ich doch vor zwei Dungeons oder wann das war... Oder konnte ich die verletzen und es waren andere, die ich... Okay, egal.
Ah, diese Dinger. Circuit of Mana haben die ja dann noch immer was beschworen. Geister. Ha, macht da eigentlich Sinn, dass sie die verletzen kann? Weil Silberschwert, ne? Ich glaube, die halten zu viel aus. Ich ignoriere die mal. Zurück zur Arbeit. Ja, lass mich mal durch hier. Meine Arbeit ist ja, deinen Boss zu erledigen. Was soll ich sagen? Also vom Begleiter her. Also, wir hatten ja schon mal welche, die etwas nützlicher waren, ne? Gucken, was hier ist. Oh, die ganzen Wölfe. Gucken. Jetzt lasse ich die frei. Stell mich jetzt einfach mal hier hin. Dann müssen die nämlich hier in einer Reihe zu mir. Das ist wahrscheinlich die beste Strategie. Aber vor denen habe ich Respekt. Die teilen ordentlich Backpfeifen aus. Also das Trübe, es geht eigentlich. Ja. Nächster Level. Machen wir mal Kraft, das haben wir jetzt schon länger nicht mehr. Hier war das Schalter. Ah. Wusste ich doch, dass man damit die dann freilässt. Boah, ja, mittlerweile echt viel Gold, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Okay, noch so ein Arbeitssklave. Julius ist für dieses Luftschiff verantwortlich. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ach, die Mäuse. Die Mäuse, die habe ich echt gehasst. Ich finde es lustig, wenn die Gegner so aus dem Raum rausklippen, ne? Sonst ist ja nichts. Ah. Kann man sich heilen, okay. Ist ja auch geil, ne? So ein Bett im Dungeon. noch halb voller Gegner. Boah, lass uns erstmal hier pennen gehen. So, das ist eine verschlossene Tür, aber ich bin ja schlau wie Schlumpf. Schlüssel habe ich mir jetzt mit. Ach, da ist er. Hey. Kira! Beeilung! Es bewegt sich! Diese Tür ist verschlossen! Ja, ist da ein Gefängnis. Was ist mit den Fenstern? Das ist kein Fenster. Ach, das soll ein Fenster sein. Ich versuch's. Ich halte dich von außen. Gib Acht. Gib Acht. Ja. Gut. Also muss ich jetzt quasi... Ist Bogart. Ich bleibe und beschütze Kira. In Ordnung. Ich schätze mal, ich muss es zurück, ne? Da wartet mich doch bestimmt hier auf dem Weg irgendwo ein Boss. Ha! Die zappeln ja wie im Original. Also... Das so gesehen ist das ja hier das Original. Ich meine natürlich wie in Secret of Mana. Aber da haben sie ja schon echt einiges gemacht, was sie dann später übernommen haben. Finde ich cool. Mal so den Urvater von Secret of Mana auch zu sehen, weil es ja auch mal eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist. Ja, ja, komm, mach mal Platz hier. So gesehen auch das mit den verschiedenen Waffen, ne? Boah. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist natürlich fies hier. Das ist natürlich fies. So, ich mach's mal einen Lebenstrank. Wenn ich hier nämlich auch gleich Platz habe.
Aber eigentlich eine Lebensmagie ist eigentlich ganz cool. Ich habe auch Salbe als Magie jetzt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Sollte vielleicht mal ein bisschen mehr... Also die Folge wird es natürlich etwas länger. Als eine halbe Stunde. Müsst ihr gleich so, wenn ich das zusammenschneide, Schlüssel gefunden. Sehr schön. Etwas drüber kommen. Aber, sagen wir mal, ist Feiertagsausgabe. Da habt ihr im Zweifel ja vielleicht auch mehr Zeit. Und ich will auch mal was schaffen hier. Fragt sich nur, wo das Fenster ist. Das bin ich wieder am Suchen. So hat das Let's Play wahrscheinlich Panda sucht, nicht Panda zockt. Okay, das wäre so ein Must. Das ist aber auch wieder so eine Sache, ne? Das ist ein Must, da geht doch eigentlich hoch. Da dürfte jetzt in der Hinsicht ja kein 2D-Hindernis sein. Bei Perspektivisch. Oh, schade. Bei Perspektivisch geht der ja hoch. Oh, na gut. Muss man, glaube ich, einfach nicht hinterfragen. Okay. Da kann ich nicht runter. Kann ich da jetzt nur rein? Ich muss doch jetzt von außen. Soll ich die doch einfangen? Ja, ja, ist gut. Ich drücke ja noch nicht mal irgendeinen Knopf, ne? Wahrscheinlich doch hier irgendwas drin machen. Das hat schon gerade gesagt, wir machen Überlänge. Aber ich glaube, wir lassen es bei diesem Let's Play einfach dabei. Denn dass ich mal ein bisschen vorbereitet in die nächste Folge gehe, auf jeden Fall. Also, danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Feiertag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.